Ja, wir sind bei 5-9 fast, haben unser Riese Prinz Deck und vielleicht auch das andere Golem Deck. Also ich denke, wir sollten uns heute wieder eher auf Riese beschränken. Und wir wollen auf die 6100 Pokale pushen. Ich weiß nicht genau. Ich muss mal schauen. Vielleicht kann man auch, aber natürlich Riese Lightning, ich halte davon nicht so viel von der Idee. Und das Problem ist sowieso, das wird uns auch gegen Dings nichts helfen. Was ist das denn? Das ist ja viel zu offensiv, was er da macht. Ja, auf jeden Fall motiviert der Start von ihm. Achso, Problem ist eben, klar, wir können den E-Dragon ausschalten, aber es hilft uns ja gegen Pekka genauso wenig. Also gegen Pekka verlieren wir halt immer noch. Also wenn wir Pekka abbekommen, dann verlieren wir halt normalerweise einfach, außer Gegner. Ja, ist wirklich total schlecht. Ich bin gerade echt über... Was ist das denn? Ich sag, wir gehen echt schon über die andere... Oh mein Gott, er ist echt... Oh Gott, er ist richtig schlecht. Was ist bei dem los? Was ist denn bei dem los? Alter. Ich glaube, er spielt 3M. Okay, vielleicht auch nicht. Ich werfe tatsächlich ein Feuerball drauf. Das werfe ich ein bisschen viel jetzt. Ja, nehme ich schon mal den Charge aus, wenn ich ganz schnell schaden kann. Ich würde sagen, wir selben hier noch. Ja, der dritte war unnötig, der dritte war echt unnötig. Ah, okay, es war vielleicht auch ein bisschen aggressiv mit dem Feuerball. Das hat natürlich auch echt einen heftigen Schaden schon an dem Turm gemacht, okay, mies. Hat noch gesagt, dass er so schlecht ist. Er ist auch schlecht, aber. Ah, mies. Feuerball kann ich jetzt eigentlich nicht drauf werfen, ne? Klar. Nein, das ist nicht gut. GG. Okay, war nicht ganz so deutlich, wie ich erst dachte. Ja, der Gegner hat echt nicht so gut gespielt, aber ich habe irgendwie wieder Pekka. Der zweite. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ne? Also, so viel Pekka, wie geht man unterwegs? Hässlich. Pekka Lightning ist das auch nicht das beste Matchup für drei Muskis. Mein Resub wurde nicht angezeigt. Jetzt musst du. Du musst ihn anzeigen lassen. Das kann ich nicht erklären, weil ich nie gesubbt habe, ehrlich gesagt. Weil ich auf Twitch als Zuschauer nicht so aktiv bin. Das muss dir vielleicht ein anderer Zuschauer erklären. Ja, schön mal, wär auch mal schön, wenn wir gegen 3M spielen dürfen. Das wäre nämlich ein gutes Matchup. Das würde mich doch freuen. Oh, geh trotzdem mit dem Riesen rein. Sehr schön. Na, ah, gefailt aber auch. Okay. Er heult, oh. Ja, nicht so optimal. Also, der Sepp war halt gefailt, ne? Das ist halt schon entscheidend, wenn man halt zwei Fledermäuse verfehlt. Hat man, glaube ich, auch relativ gut direkt gesehen, was für ein. Habt ihr das gesehen, was für einen Unterschied das gemacht hat, ne? Unfassbar eigentlich. Dafür hat der denn alles. Ah, gut, er haut direkt schon mal durch was rein. Sehr gut für uns. Ja, der Elektromagier wird zu spät. Das war dumm von mir. Ich hoffe, dass er erst durchlässt, aber lässt er dann doch nicht durch. Sieht nicht gut aus.
Ich weiß halt auch nicht, wie das Matchup so ist gegen Golem. Der ist selbst so geschickt. Sie sind natürlich jetzt am Turm dran. Außer er kriegt natürlich jetzt ein Dings davor. Und oh, scheinbar nicht. Okay, setzt es hier. Das ist sehr gut für uns dann. Der ärgert er sich zurecht. Darf er das noch? Eigentlich darf er nicht dürfen. Sehr gut für uns. Das sollten wir eigentlich haben. Er wird noch ein Lightning spielen, ne? Das ist klar eigentlich. Da müssen wir jetzt dran wegpassen. Das reicht halt echt nicht, ne? Es ist so frustrierend. Ey, das ist eigentlich mit Golem wirklich. Muss ja eigentlich machbar sein, aber irgendwie ist es überhaupt nicht machbar. So frustrierend wirklich. Ach, das hat natürlich einen super Feuerballwerfer, genau, haben nicht rausgenutzt. Super. Das war gar nicht gut von mir. Jetzt haben wir wirklich wieder das Problem. Ich bin zu aggressiv. Das war nicht gut. Der beginnt schon zu BM, der Typ, ey. Das kann einfach nicht kommen. Dann ist es durch. Na, sag ich schon. Oh, ist aber auch nicht gut von ihm. Also für den kleinen BM, der das Folge gegeben hat, finde ich, hat er den jetzt schon verdient, den kleinen BM zurück. Sehr schön. Plus 26. 5953 schon. Achso, geht ja relativ gut voran eigentlich. Ja, was soll ich auch sonst spielen? Also wenn ich das Game halt gut kann und mag. Und ja, mit Forsters kommt jetzt wieder ein weiteres geiles Supercell-Game raus, das ich auch sind sehr suchte, wie gesagt. Ich bin halt eher so der Mobile-Game-Typ scheinbar. Nein, kein Henker. Ich hab überhaupt keinen Bock auf Henker. Soll schön nach vorne locken? Ja, natürlich noch mehr Betritt, klar. Oh mein Gott, ich sag's euch, es ist Pekka. Scheiße. Weil was anderes kenne ich jetzt zumindest nicht. Was sollte sonst das enthalten? Oh mein Gott, kein Bock auf Pekka. Gar kein Bock auf Pekka. Oh mein Gott, nein, schon wieder Pekka. Ja, das Pack normalerweise. Okay, das war nice verteidigt, muss man schon sagen. Bisher verkackt das ein bisschen. Ach Gott, Pack einfach. Ich weiß auch gar nicht, was ich da machen soll. Das ist ja lächerlich. Was machen wir denn da am besten? Ich hab gerade echt überlegt, ob wir hier reingehen. Ich bin bei 5,8 gestartet, bei 5,870 ungefähr. Ich bin also schon 80 Pokale gepusht. Relativ schnell bisher. Es läuft eigentlich ganz gut, aber es ist halt nur Packer die ganze Zeit. Das ist irgendwie. Also der Packer fragt halt schon derbe ab. Ja, ich sag's ja. Ja, komm, trink trotzdem Prinzen rein. Alter, das ist nervig ohne Ende. Ja, wirklich, können wir jetzt gut decken. Ach Gott, nee. Gar kein Bock jetzt. Schönes Holz eigentlich.
Ja, das geht aber nicht. Das geht aber gar nicht. Was macht er denn da? Das war ja richtig schlecht. Soll er damit anfangen? Der verkackt bisher ganz schön, muss man wirklich sagen. Also hat echt einen, der hat echt einen Hardcore. Also das muss man jetzt wirklich nicht erklären, denke ich, oder? Alter, Exenado einfach. Zwei zum Riesen, richtig gut. Das muss echt aufpassen, der Typ. Das muss er wirklich aufpassen. Der war gerade richtig hart. Oh mein Gott, er überlebt. Oh mein Gott. Ich bin overextend. Ah, Mist. Ich hab Nado vergessen. Ich hab ihn einfach vergessen. Egal, es sieht richtig gut aus jetzt. Es sieht richtig gut, es ist richtig gut. Was macht er da? Das ist einfach GG und zwar sowas von. Alter, Pekka Henker Nado Matchup gewonnen. Das ist echt ungewöhnlich. Das verliere ich normalerweise richtig hart. Okay, hat er wirklich nicht gut gespielt. Ah, okay, es war nicht der Beste. Wir sind jetzt schon fast bei 6k. Ja. 6007, geil. Schon über 6000. Und die 3M halt auf einer Seite. Das war auch ein Fehler. So, es geht direkt weiter. Wunderbar. Ich hasse es, wenn ich Wartezeiten habe. Allein aus dem Grund. Wisst ihr, beim Schneiden ist dann halt immer so, da muss ich immer diese Wartepausen rausschneiden. Ei. Warum kann ich nicht einfach direkt einen Gegner finden, denke ich mir dann. So nervig. Okay, das sieht nach... Also wenn es jetzt wieder so ein Pekka-Variante oder sowas ist, man weiß es ja nie, ne? Das kann ja immer irgendwas Komisches auch sein. Ey, was macht der denn? Geil, der fällt da mal übertrieben rein. Ach, Rip, was hab ich... Ja, das war nicht gut. Der war zu spät, der Ebus. Ja, da war der Sepp draußen. Dann sieht man direkt, was Spam so drauf hat. Also was Bait so drauf hat eher. Das ist eigentlich eher Mortar Bait. Oder Mortar Spam. Der ist gut, glaube ich. Den kenne ich auch vom Namen. Ja, was ist das denn? Holz musste sein. Es hilft nichts, ne? Naja. Ja, okay. Da geht er schon sehr aggressiv rein. Der ist sehr schwer geholt, fuck mich ja gerade derbe ab. Nicht gut. Mit Schwerkobold, ja, genau. Das Matchup ist ja eigentlich in Ordnung, oder? Sogar gut. Aber ich... Ja, echt so. Diese Interaktion Schweinereiter mit... Ihr wisst, was ich meine. Mit diesem verdammten Hawk. Verdammten Hawk, alles klar. Ihr wisst, welche Interaktion ich meine. Das war gefailt von mir, dummerweise. Diese Interaktion Schweinereiter... Mit Mega-Minion, das finde ich ganz, ganz nervig und das finde ich auch echt nicht fair, wenn ich mal so sagen kann. Diese Interaktion, die ist so derbe nervig, wirklich. Okay, ja, das war nicht gut von mir, weil jetzt... Was, hätte ich hinbekommen? Warum auch immer. Ich komme jetzt mal ein Holz drauf sogar. Das hätten wir hier noch. Ja, das war nicht gut von mir. Ich spiele leider gerade nicht gut, ansonsten hätte ich schon gewonnen, glaube ich. Ich finde seine offensiven Mod auch eigentlich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich verstehe auch gar nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Okay, das ist aber jetzt auch nicht so geschickt, oder? Wahrscheinlich beginnen einzumauern, denke ich. So stumpf es auch ist.
GG. Alter. Okay, das war nicht so gut gespielt. Alter, dritter Sub schon. Olbu, der 50-Euro-Spender, der doppelte 50-Euro-Spender. Richtig geil. Danke. Danke für deinen zweiten Resub. 6040, jetzt läuft's echt. Alter, wir sind jetzt schon Top 1000, ne? War eins auf unser Matchup, glaube ich, trotzdem. GG, danke. Das war am Ende wirklich besser gespielt als am Anfang. Das habe ich nicht ganz gecheckt, wie ich spielen muss, weil eigentlich ist das Matchup wirklich trotzdem auf unserer Seite. Würdest du eine Karte mit 100 Leben finden? Die alles außer Tier und One-Handed? Nein. Da habe ich gerade die Karten nicht verstanden. Alter, danke für die ganzen GGs. Du schlägst dich heute echt gut. Ich habe vor allem, glaube ich, aus der gestrigen Stream gelernt. Weil ich habe gestern dauernd Decks gewechselt und heute konzentriere ich mich auf ein Deck. Ich habe auch dreimal verloren, das ist aber in Ordnung. Es war dreimal ein Packer, war dreimal ein Konter. Und ich konzentriere mich halt auf dieses Deck und dann läuft es auch manchmal einfach. Also es ist wirklich kein Zufall, dass es heute läuft. Gucke dich seit einem Jahr auf YouTube und das erste Mal auf Twitch. Weiß nicht, wie das geht. Wie, du weißt nicht, wie das geht? Denke ich gerade nicht. Du weißt nicht, wie das geht. Was ist das denn jetzt? Wo sind... die Karten, die ich brauche? Okay, gut. Turmtausch. Okay. Ganz komisch jetzt natürlich gewesen. Ich glaube, es war echt in Ordnung. Ich meine, den Turm getauscht. Und er lässt den Prinzen hier echt... ordentlich Schaden King Tom machen. Geil. Okay. Und Tesla, okay. Oh, pass auf. Oh, da muss ein Feuerball kommen. Und der Tunnelkleber ist trotzdem am Turm, ne? Auch nicht übel. Sehr gut. Okay, das wird, glaube ich, echt... also, wir haben halt echt einen Schaden am King Tower, ne? Das ist echt gut für uns. Ich sage, wir sagen jetzt am besten noch ein Holz durch, weil... ja, Ebus oder Prinz bringt nichts. Also, das ist gut für uns. Bringt einfach nur einen Prinzen. Das wird, glaube ich, echt ein Problem bei dem Push bekommen. GG. Alter, jetzt bin ich aber echt gerade gut drauf. Wir haben halt echt erst dreimal gegen Pekka verloren, ansonsten läuft's. Und das war jemand, der über 6-1 war, den haben wir jetzt komplett fertig gemacht. Also die Einhandzung war ganz wichtig am Anfang, als wir wirklich gewusst haben, wir können nichts machen gegen den Königsriesen. Haben durchgelassen, haben dann wirklich darauf geachtet, dass wir den Turm holen. Dann stand's 1-1 und dann was. Ja, habt ihr ja gesehen, ne? Auf YouTube. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt meine Videos auf YouTube schauen. Ach, RIP, das habe ich natürlich gerade. Aber dafür trotzdem Like da lassen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Klar. Alter, als ob es schon wieder Packer. Oh, gut, ich. Es waren 5 Packers vorhin. Jetzt hatten wir schon länger keinen Packer mehr. Muss man ja fairerweise auch sagen. Okay, das war natürlich jetzt auch heftig gefällt. Pekka Mortar, schmeckt. Ja, das ist schwierig, auf jeden Fall. Ich will mir jetzt keinen Fehler groß erlauben, mal schauen. Alter, einfach Pekka Mortar, das ist irgendwie, wie man das schon sagt, das klingt schon furchtbar. Wir versuchen mal immer wieder den Riesen zu erzeugen. Vielleicht klappt es ja einigermaßen. Klar wird natürlich jetzt hier, den Pekka zu erzeugen, meine ich natürlich. Ich will jetzt hier wieder den nächsten starten, aber ist in Ordnung erstmal. Komm, Hit! Ja, es war nicht übel, ne? Es war nicht übel. Wenn der Ebis halt überlebt hätte, irgendwie, dafür hätte ich jetzt natürlich alles gegeben. Das wäre natürlich brutal gewesen, aber ist leider nicht so. Ja, okay.
Darauf haben wir gewartet. Darauf haben wir gewartet. Oh mein Gott, was macht der da? Alter, der Schaden ist so enorm, ne? So enorm, der Schaden, wirklich. Ach komm, als ob der jetzt da drauf geht. Egal. Ah, das war natürlich zu dumm von mir. Schon aussetzen. Ich brauche ein bisschen aggressiv jetzt auf der Stelle. Next Mega Minion. Ey, komm, jetzt ob der Hit noch. Egal. Fuck! Sorry, musste sein. Scheiße, wir haben es einfach... Alter, sorry, aber wieso beendet man da bitte? Er hat den Hard-Counter des Todes. Ich hab's so gut ausgespielt die ganze Zeit und dann gebe ich es einfach noch weg. Total geflowt von mir. War auf jeden Fall notwendig von ihm zu beenden. Ich meine, er hat den Hard-Counter und... ja, verkackt fast. Aber am Ende muss er beenden. Das wäre natürlich... ja, es war zu aggressiv. Ich hätte es einfach... wisst ihr, der eine Riese. Nein, es hat nicht gereicht. Ich habe keinen Max-Block. Es hat nicht gereicht. Nee, der Sepp war es nicht. Es war nicht der Sepp. Es war der Riese. Es war der Riese. Egal, ist in Ordnung. Das ist der vierte Los heute erst, dürfen wir nicht vergessen. Und er ist gegen Pekka, also das ist halt echt, ne? Das ist absolut in Ordnung. Da kann man ja nichts sagen. Das ist ein sehr guter Sepp für uns. Boah, der wäre richtig geil. Das ist ein gutes Matchup, das ist Lockbait. Gegen? Oh nee, es ist so irgendeine komische Variante mit Pekka oder sowas. Ich kann mir halt wirklich alles vorstellen mit Gegnern heute. Alter. Nein, 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 nein. Das ist jetzt bitte kein Bäcker. Okay, ist aber nicht. Ist gut. Ich hätte es mir vorstellen können, dass Pekka ist. Ich glaube, es ist eine komische Double Prince Variante. Es kann alles möglich aber sein. Es ist ein ganz komisches Set bisher. Okay. Alter, wenn es jetzt wieder Pekka gewesen wäre, hätte ich überhaupt keinen Spaß verstanden, wirklich. Am besten will nicht. Ja, okay, ist klar mit. Kann er gerne machen. Hm. 100% kein Nail, oder? Wie schon gezeigt. Ach, also wenn ich. Oh mein Gott, er hat den Charge nicht aufgehalten, das ist mies. Das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Da ist vielleicht zu aggressiv von mir nämlich. Ja, okay, aber geht klar. Ich habe einen bisher ziemlich guten Griff tatsächlich. Ich verstehe Angst sein Deck überhaupt nicht. Ich habe Angst, dass noch irgendwas komisches kommt. Weil das Deck ist absolut. Das Deck ist irgendwie komisch, ne? Das ist nicht normal, seit er spielt. Gut, das ist normal, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt kein standardmäßiges Deck. Wenn die sehr schön Zeppelin. Perfekt. Irgendwie Angst, dass noch irgendwas Komisches kommt. Oh, es war ein dummes Holz, warum habe ich das gesetzt? Das trifft nicht mehr voll.
bisschen aggressiv wieder, was ich mache. Ich will es nicht wieder weggeben. Das wird mich echt ärgern. Das wird mich übertrieben ärgern. Überleg mal, wenn ich das Match noch weggebe, ne? Gar keinen Bock drauf. Ah, sehr gut. Ist defensiv. Also jetzt müssen wir ihn eigentlich haben. Das war souverän gespielt, sehr schön. Genauso muss man es machen. Gerade eben hatten wir das Sketch genauso souverän eigentlich im Griff schon. Dann haben wir es noch verkackt, aber jetzt haben wir es. Das war kein gutes Deck vom Gegner eigentlich. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das Deck ist halt nicht so gut. Interessant, aber... 6072 auf, wir wollen die 6-1 jetzt schaffen. Glaubst du, dass wir diese Season noch 6-4 schafft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben halt wenig gepusht, das ist halt das Problem. Ich muss halt eigentlich nochmal einen Push machen, aber es läuft heute schon mal ziemlich gut. Stimmt, man spielt ja nicht mehr Pekka. Oh nee, jetzt bitte. Egal, wir werden es sowieso. Wir werden es schaffen, ganz ehrlich. Wir werden es schaffen. Ich bin da ziemlich optimistisch. Weil wir sind echt, ihr merkt ja, dass ich gut drauf bin. Ich habe bisher nur gegen Pekka verloren. Ausschließlich, wirklich. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch, was das angeht. Ah, reingefüllt. Egal. Okay. Das Golem. Ah, stimmt, das spielt Golem. Also ich kenne auf jeden Fall. Ich kenne vom Namen her. Ja, der Feuerball war kacke. Ich hatte einen Mega-Lacker erwartet, habe irgendwie schon den Feuerball gesetzt gehabt. Jetzt habe ich einfach den Feuerball auf sowas drauf gehockt, ne? Richtige Dummheit. Na gut, aber geht aber in Ordnung. Geht aber noch in Ordnung. Ach, das habe ich schon gesappt. Na egal, ist gar nicht mal so schlimm. Ich bin Mega-Lacker immer noch erwischt. Das Mega-Lokal? Egal. Der lag irgendwas sehr stark von ihm. Wisst ihr, mit dem Sepp hätte ich nämlich direkt das Ganze mit einem mitgetötet. Er macht guten Schaden natürlich jetzt auch, klar. Das war sehr, sehr unlucky gerade. Aber auch, es war mit dem Lightning zu rechnen. Ich hätte vielleicht den Lightning auch nicht so anbieten dürfen. Sehr gutes Timing. Jetzt können wir natürlich reingehen. Was jetzt? Geht jetzt auf alles? Letzten Turm. Er will ihn nicht fallen lassen, sonst wir werden das hoffentlich jetzt hinbekommen trotzdem. Da fehlt ein bisschen vieles wieder. Das hätte nicht sein müssen. Egal, ich bin schon defensiv im Turm. Ist nicht gut. Auf jeden Fall. Er muss noch ein Lightning. Wir zwingen ihn trotzdem Lightning hoffentlich. Mal schauen, ob er ihn bringt. Ja. Das ist gut für uns. Ja, es war viel Schaden, aber er kriegt natürlich jetzt auch Schaden, ne? Oh, wir bringen Eismagie auf die andere Lane. Das war, glaube ich, war das geplant? Ich habe keine Ahnung. Das ist geplant, weiß ich mich wirklich. Ach, Mist, ich wollte zwei Bahnfassungen treffen. Das ist ja überhaupt nicht hingehauen. Ja, ist durch, GG. Okay, schade. Auch das zweite Match für die 6-1 nicht geschafft, schade. Das war ärgerlich, weil eigentlich... Prinz Megaman ja an die Brücke. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu aggressiv, das stimmt, im Nachhinein.